Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Let's Plays vom Final Fantasy VII Remake. Ich begrüße euch ganz herzlich, ihr habt nichts verpasst. Wir setzen genau da fort, wo wir in der ersten Episode aufgehört haben. Also kurz vor dem Marco-Reaktor. Hier ist eine erste Kiste, die wir plündern können. Barrett und Cloud sind unterwegs, eine Phönixfeder. Die wird hoffentlich immer noch zum Wiederbeleben sein. Okay, hier ist die Stelle, wo Jesse uns Tschüss sagt. Was ist? Kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Dann das Vergnügen. Genauso funktioniert das, liebe Jesse. Ja, ich wollte da doch trotzdem mal gucken, was da ist. Darf man jetzt nicht hier hin? Achtung, Achtung. Nee. Also das Spiel, interessanterweise, zwingt einen jetzt hier hinzugehen. Dann machen wir das auch. Und als alten FF7-Veteran wird mich nicht überraschen, was jetzt auf uns wartet. Allerdings, wie dieser Kampf aussehen wird, da bin ich sehr überrascht. Beziehungsweise, mal sehen, ob ich überrascht bin, da bin ich sehr gespannt. Jetzt geht's erstmal diesen Mono-Drives hier. In den Kragen. Barrett hat ja auch Magie dabei, aber noch nicht genügend ATB-Energie. Ich muss mir mal angewöhnen, unten stärker auf diese ATB-Leiste zu gucken. Das hat ja, ist ja quasi dieser rundenbasierte Teil des Kampfsystems. Barrett, greift ihn doch mal bitte an hier. In Heini. Ah, jetzt haben wir auf Barrett gewechselt. Gut. Dann kann der mal Blitz machen. Das wird doch bestimmt super sein gegen diesen Alpha-Laser. Jawohl, das ist die Schwäche. Elektronik war schon immer sehr anfällig für den guten alten Blitz. Junge, Junge, ganz schön tief. Na, zum Glück bin ich ja schwindelfrei. Da geht's weiter nach unten. Aber erst nochmal die Monodrives hier. Barrett darf noch nicht. Das ist cool, wie er automatisch nach oben springt. Ah, da sind wir weniger eingeschränkt, als ich gedacht hätte. Ein weiterer Ether, den können wir gut gebrauchen. Und wie sieht's bei der Lebensenergie aus? Cloud könnte, sollte geheilt werden. Auch das wollte ich mal mit Barrett machen, denn Barrett hat... Wie wechsle ich denn die Charaktere, wenn ich so im Menü bin? Versuchen wir es mal mit Start. Magie. Barrett kann nämlich Vita. Aber das geht im Menü auch nicht. Okay. Interessant. L2... Magie von Barrett Vita auf Cloud. Ah, seht ihr, so geht's. Also nochmal Kommando, Barrett, Magie, Vita. Und nochmal. Kommando, L2. Ich muss mir diese neuen Abläufe in diesem Spiel jetzt unbedingt mal merken. Einige von euch haben ja schon über Twitter geschrieben, dass das Spiel schwieriger ist, als sie gedacht hätten. Dann will ich das mal mir eine Warnung sein lassen. Und hier dieses Kampfsystem will ich ja auch lernen. Ich weiß, es ist nicht so wie früher. Man muss umdenken. Ah, da ist ja schon der Reaktor. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich im Sequenzmodus. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mache das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach!
überlege gerade, ob man jemals erfährt, warum er das fürs Geld macht. Warum braucht er jetzt gerade das Geld? Flashback Time. Was ist? Es ist nichts. Das war ein geiler Touch. Der Timer? Die Feder. Den überlasse ich dir. So, wollen wir es sportlich oder weniger sportlich? Wir versuchen es mal sportlich. Ganz schön ambitioniert. Na klar. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf. Ach nö. Ach nö. Okay. Gut, dann warten wir mal, dass Barrett schnell sein ATB hochkriegt. Jawohl. So. Feuerstoß geht auch gut hoch. Dann können wir Kommando machen. Magie, Blitz. Sehr gut. Das war natürlich klasse. Machen wir doch gleich noch so einen Schock, oder? Mal sehen, ob das was bringt. Nee. Jetzt haben wir schon keine Magiepunkte mehr. Das heißt, wir müssen einen Äther konsumieren. Das macht der gute Barrett. Einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Mitglied der Gruppe wechseln, wenn du weiterhin angreifen möchtest. Das ist, ergibt soweit Sinn. So, aber jetzt können wir direkt nochmal den Blitz versuchen. Sehr gut. Das hat er im Original auch nicht gemacht. So eine krasse Wand-Action. Was ist denn das schon wieder? So, können wir von hier auch Blitz machen auf die Entfernung? Aha. Jetzt lass ich's mal richtig krass. Pass nur auf, dass du nicht zu nahe kommst. Okay. Er hat den Schwanz oben, dann wollen wir mal nichts damit zu tun haben. Versuch's mal mit einem Blitz auf den Barrierekern. Wirkungslos auch. Ah, das ist der Schwachpunkt, okay. Den haben wir jetzt auch anvisiert. Verlorene Trefferpunkte kannst du mit Gegenständen... Ja, das ist klar. Oh, wir müssen ganz schnell den guten Cloud heilen. Und das machen wir einmal mit einem Heiltrank. Und gleichzeitig auch noch mal was von Barrett. Kann er auch diese Granate werfen? Werfen wir den noch mal auf den Barrierenkern. Mann, Mann, Mann. Der ist ja echt hart. Von hinten, okay. Also wir heilen nochmal. Diese Kämpfe dauern ja
deutlich länger als im Original. Blitz wird also nichts bringen. Dann macht er nochmal Vita auf sich selber und Cloud wird mal noch einen Heiltrank einwerfen. So, jetzt kommt er. Jetzt müssen wir nach hinten, haben wir ja gehört. Cloud hat 2 ATBs voll. Versuch's nochmal mit Feuer. Ja. Ich finde es schwierig, den anzuvisieren. Und nur den Kern. Oha. Da brauchen wir schnell noch einen Heiltrank. Und noch einen Heiltrank hinterher. Jetzt haben wir den Barrierenkern endlich. Barrierenkern. Oh, wir wurden gegriffen. Schockschuss auf den Barrierekern. Auch nicht. Ja, kein Problem. Limitrausch. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lädt sich dein Limitbalken auf. Bei einer vollen Limitleiste wechselst du in einen Limitrausch und kannst über das Kommandomenü eine mächtige Fertigkeit namens Limit ausführen. Keine ATB-Einheiten werden verbraucht. Okay. Aber jetzt brauchen wir erstmal Slow Motion. Dann braucht Barrett, der muss noch ein bisschen angreifen. So, und dann kann er jetzt nämlich seinen Ether konsumieren. Ziemlich hart. Magie? Nicht schnell heile, sieht es schlecht aus. Ja, deswegen machen wir das ja. Cloudy Cloud. Gegenstände Heiltrank. Es ist nicht so ganz klar, was dieser Kampf jetzt taktisch von mir erfordert, finde ich. Das war deutlich übersichtlicher im Original. Da wusste man, man greift halt nicht an, wenn der Schwanz oben ist. Aber hier sehe ich ja noch nicht mal den Skorpion-Schweif. Ich kann den Barrierekern anvisieren. Das funktioniert soweit. Ja, das war gut. Der hat aber Schaden gekriegt. Mache ich jetzt doch in den gegen den Limitkern mal. Gegen den Limitkern. Gegen den Barrierenkern mal vielleicht das Limit. Vielleicht wäre das ja gut. Earth greift mal weiter an. Wir wechseln. Drücken X und sagen Limit. Kreuzschlag auf den Barrierekern. Uh.
Okay. Wow. Jetzt steht er direkt vor dem Makrokern, so wie früher. Okay, jetzt kommt erst der Laser. Na dann. Wir sollen Deckung nehmen. Erstmal einen Heiltrank auf Cloud. Der ist nämlich so gut wie tot. Und Barrett kann gerade nichts machen. Barrett kann wieder Sachen machen, nämlich heilen. Sich selbst erstmal und danach gleich nochmal. Ah, jetzt hat er ja gerade gut Schaden gekriegt. Nee, Gegenstände, Heiltrank. Nochmal hochheilen. Junge, 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 ist das ein hammerharter, langer Kampf. Für die, die schon in der Demo geübt haben, ist das natürlich jetzt einfacher. Jetzt haben wir gerade... So, jetzt Feuerstoß. Und Offensivwald. Ah, jetzt sagt er schon wieder, zieh dich zurück. Nichts überstürzt. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Naja. Was habe ich denn jetzt gerade eigentlich ausgewählt? Vita, ja. Vita auf Cloud. Ja, eine Pause wäre nicht schlecht gerade. Das ergibt alles gerade keinen Sinn, was wir hier machen. Nutzt die Trümmer als Deckung. Ich versuch mal kurz einen Blitz. Aber, ah, ist eine Schwäche. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut sogar. Also wir haben jetzt... Ich glaube, wir versuchen das einfach. Jetzt haben wir nämlich die Trümmer und können jetzt angreifen mit Magie, Blitz, den Bugskorpion. Und dann den Wechsel. Der geht in Offensivhaltung und greift auch nochmal dicke mit an. Cloud ist auch voll. Dann macht der nochmal einen Impulshieb. Ne, da war schon anscheinend... Ja, jetzt machen wir aber gut Schaden. Mhm. Dritte Phase. Jetzt dreht er ja vollkommen durch. Ja, dann machen wir das doch mal, wenn er sich jetzt repariert. Das geht ja gar nicht klar. Magie, Blitz... Oh, rechtes oder linkes Bein? Warum können wir jetzt die Beine machen? Ah ja, sehr gut. Dann nehmen wir noch einen Ether. Wechseln auf Cloud. Der geht mal in seine Offensivhaltung. Und kann auch noch einen Impulshieb machen. Rechte Bein kaputt machen. Da ist das rechte Bein. Da haben wir es.
Cloud hat Stufe 8 erreicht und der Wachskorpion wurde besiegt. Das hat ja auch nur knappe Viertelstunde gedauert. Ich bin gespannt, ob jetzt alle Endkämpfe hier dermaßen länger sind. Oh, jetzt hat der Skorpion ja den Makro-Reaktor. Naja. Quasi getriggert. Nun waren wir das gar nicht. Das ist eine inhaltliche Änderung. Ach, sieht das schick aus. Und ihr könnt es ja zum Glück auch in HDR sehen. Los, raus hier. Mal sehen, ob wir uns jetzt wirklich beeilen müssen. Okay, wir sind alleine. Barrett rennt für sich gesehen los. Hier gab es früher mal eine Kiste. Hier gibt es jetzt gar nichts mehr. Gut, dann gehen wir hier mal hoch. Die Kisten regenerieren sich immer. Ah, jetzt können wir wahrscheinlich auch da lang laufen, wo uns Jesse eben den Weg versperrt hat. Nichts überstürzen. Die sind ja wirklich leicht, die Gegner. Ich meine, der Endgegner war jetzt auch nicht super schwer. Wir hatten ja genügend Heilung. Aber so richtig, den Moment, wo man sagt, okay, jetzt muss Blitz laufen, jetzt muss angegriffen werden, jetzt hat er den Stachel oben, da fehlte mir ein bisschen die Übersicht, muss ich sagen. Oh je. Jesse, links oder rechts? Ja, links. Bist du okay? Wonach sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Die habe ich im Original auch immer gerettet. Mach's gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Aber dass man einen anderen Weg geht, das ist neu. Kannst du da nicht runtersliden, Cloud? Oh, so viel Zeit. Vergeudet. Worauf wartest du denn, Cloud? Na, ich muss noch gucken, was in der Kiste ist. Zwei Heiltränke. Momentan mache ich mir keine Sorgen, was den Timer angeht, dass wir den so kurz gesetzt haben. Aber wer weiß, was noch alles kommt. Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Eben. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch, was du willst. Ah, da hinten ist Barrett. Schöne Einstellung. Die Melodien sind zeitlos. Die funktionieren auch in diesem arrangierten Soundtrack so gut. Ah, da sind wir. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse. Die Tür ist jetzt wichtiger. Aber... Mach dir um mich keine Sorgen. Hab ja Soldatengeleitschutz. Das stimmt. Ach, geben wir ihm doch mal einen Feuerabschluss. Die sind so einfach, da muss man schon für Flavor suchen. Ja, wir beeilen uns ja. Ah, jetzt kommt doch noch mal bestimmt so ein Auslöscher. Insgesamt gibt es so sogar fast mehr Kämpfe als mit dem alten Kampfsystem. Magie, Blitz.
Sehr schön. Das läuft ja, wenn man überlegt, wie wir noch in Episode 1 damit rumgemacht haben mit dem ersten Auslöscher, läuft das ja jetzt viel besser. Wir brennen zwar auch hier durch unsere Magiepunkte, aber das ist ja egal. Ich glaube, es geht sogar noch schneller, wenn wir Barret einfach nur mal sagen, dass er die Magie machen soll, aber in den Cloud immer heilen. Einmal bitte Vita auf den, nicht auf den. Oh je. Im Kampf brauchen wir ATB, aber außerhalb des Kampfes können wir so viele Heiltränke in uns hineinstopfen, wie wir denn gerne möchten. Zum Glück sind die Lasersachen weg. Ja. Das ist sehr nett anzusehen, das Kampfsystem, aber man muss sehr diszipliniert kämpfen, wenn man taktisch vorgehen möchte. Mal sehen, wie sich das noch verändern wird. Ich freue mich ja schon auf die erste Materia. Einmal durchgeslidet. Oh, ein Kombatant. Ein weiterer Stufenaufstieg, diesmal für Barret. Na, da muss ich auch mal gucken, ob man da irgendwas machen kann jetzt bei Stufenaufstiegen. Halt, ich wollte auf jeden Fall in die Offensivhaltung. Der weicht immer aus, nicht schlecht. Dann versuchen wir es doch mal mit einem Feuerstoß. Und Cloud mal mit dem der Feuerattacke. Ach, Alpha Laser ist auch noch da. Okay. Ich kann ja dann Barret sogar einen Alpha Laser Feuer ist gut gegen die. Spinning Jarl Kick. War das alles? Ja, ich habe das Gefühl, man kommt ganz langsam rein. Und wir sind im Aufzug. Oh, das ging ja auf einmal ganz schnell mit dem Timer. Die Überwachungskamera. Ah, jetzt feuern die... Aha. Shinra sorgt also hier im Remake selber dafür, durch Fehlfunktionen in den Maschinen, dass der ganze Reaktor in die Luft fliegt. Jetzt mach schon, mach schon, mach schon! Zen Cloud. Das Zwischenmenschliche kommt durch solche Sachen natürlich besser rüber. Wie jetzt ein Charakter zu wem anders steht und den einschätzt.
weil man mehr Emotionen direkt ablesen kann an Mimik und Co. Das ist cool, diesen Part zu spielen in der Perspektive mal. Komm, Jesse. Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Mit einem grandiosen Sprung. Oh, der Übergang zur Sequenz war doch zu erkennen. Stromausfall für alle. Bis er explodiert. Ja, bestes Timing. Dann beenden wir da mal die Episode für heute. Und dann geht es morgen, sobald ich jetzt gleich die Kontrolle übernehmen kann, nach dieser Sequenz, wieder weiter. Wir sind in Kapitel 2, schicksalhafte Begegnungen. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. So, pausieren können wir ja auch. Also einmal auf Stopp gedrückt. Und ich hoffe, ich kann euch morgen wieder dabei begrüßen, mit mir Final Fantasy VII Remake zu spielen. Folgt mir gerne auf Twitter, da werde ich auch jede Episode immer einmal öffentlich machen, wann die kommt. Denkt auch dran, es wird einen ersten Livestream geben. Da spiele ich auch ganz normal weiter, aber da können wir das dann zusammen erleben, bevor die normalen Episoden dann wieder weitergehen in Let's Play-Form. Ich will das gerne mischen, damit es sich nicht so sehr zerfasert in ich spiele das Spiel halt einfach am Stück durch, sondern gerne auch ein bisschen mehr Interaktion drin haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.